جابر رضوان الله عليه erzählte, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, verwünscht weder euch noch eure Kinder noch euer Vermögen, falls dies auf eine Stunde fällt, in der Allah die Gebete erhört und eure Verwünschungen in Erfüllung gehen. Man sollte aufpassen. Wenn du ein Bittgebet machst, dann versuch mal immer ein Bittgebet zu machen, was positiv ist. Aber es kann sein, dass du Bittgebet machst, Bittgebet, gegen dich selber, dich, deine Kinder, dein Vermögen. Und subhanallah, ist, wenn du dieses Bittgebet machst, dann ist das eine Zeit, das Allah annimmt. Und dann wird das angenommen. Deshalb soll man vorsichtig sein bei Bittgebet. Und Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete, der Diener ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Diener ist seines Herrn am nächsten in seiner Niederwerfung im Gebet. So fleht ihn oft in dieser Niederwerfung an. Das heißt, wenn du in Niederwerfung bist, dann bist du am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah nimmt dein Bittgebet an. Deshalb versuch mal viel Bittgebet in Sujud zu machen, das wird in der Niederwerfung zu machen. Barakallahu fikum. Ubada ibn Samit, Radwanallah alayhi, erzählte, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagte, es gibt keinen Muslim auf Erden, der Allah erhaben ist er, um etwas bittet, ohne dass Allah sein Bittgebet erhört, oder dass er ein entsprechendes Unheil von ihm abwendet, solange er um keine Sünde oder um das Zerschneiden der Verwandtschaftsbande bittet. Da sagte einer der Anwesenden, dann werden wir oft erbitten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahs Belohnung ist noch mehr oder Allah ist mehr. Und wir kennen die Überlieferung, Barakallahu fikum, wenn du ein Bittgebet machst, dann nimmt Allah das an. In drei Barakallahu fikum, Varianten oder Möglichkeiten. Entweder Allah gibt dir in Dunya. Allah gibt dir das, was du erbittest hast oder erbittet hast. Oder Barakallahu fikum, Allah spart es für seinen Diener, für Al-Akhira, für Jenseits. Oder Barakallahu fikum, Allah, wie im Hadith hier, wendet von dem Diener Unheil ab in dem Leben. Abwenden von Unheil. Das bedeutet, man sollte nicht sagen, Allah nimmt nicht an oder Allah erhört nicht mein Bittgebet. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah nimmt euer Bittgebete an, solange einer von euch nicht voreilig wird. Da hat man gesagt, was ist Voreile dabei? Er sagt, oh Allah, ich habe Bittgebet gemacht und du hast nicht angenommen. Oder ich mache viel Bittgebet und ich sehe keine Wirkung. Und das ist falsch. Und einer der Bittgebete, Barakallahu fikum, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bedrängnis gesagt hat, La ilaha illallahu al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Das heißt, wenn du in Bedrängnis bist, dann sagst du dieses Bittgebet, weil der Prophet صلى الله عليه وسلم dieses Bittgebet pflegte zu sagen, wenn er in Bedrängnis war, صلوات ربي وسلامه عليه.